So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 69. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem ersten FC Magdeburg. Und damit herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge, zu einer neuen Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga, der 25. Spieltag. Man kann sagen, der entscheidende Spieltag, denn der ein oder andere von euch weiß ja Bescheid, dass wir uns den 25. Spieltag mal als, in Anführungszeichen, Ziel gesetzt haben, als Spieltag gesetzt haben, nachdem wir uns gemeinsam zusammensetzen und über die Ziele nachdenken. Ich denke mal aber, dass ihr schon ganz genau wisst, was ihr mit mir davor habt und was wir davor haben, nämlich am Ende den Aufstieg. Ich meine, wir sehen es in der Tabelle, da brauchen wir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so viel drüber quatschen, was denn unser Ziel ist. Aber wir halten uns dran, nach dem Spiel werden wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und checkt wie immer auch gerne heute Nachmittag im Livestream vorbei. 15 Uhr, circa 15:30 spätestens bin ich wieder online. Ich denke mal, ich kann es euch nicht versprechen, aber ich denke mal wieder mit ein paar Panini-Sticker, Freunde. Denn die wurden gerade geliefert. Gerade hat es geklingelt. Ich habe wieder 100 Stück zur Verfügung. Ich freue mich. Bevor wir allerdings reinstarten, nochmal der ganz kurze Blick auf die Kommentare, was ihr mir unter die letzte Folge geschrieben habt. Und zwar habe ich euch ja gefragt, ob wir in Zukunft, jetzt zumindest in dieser Zweitligasaison zum Ende hin, die ein oder andere Partie simulieren wollen. Wir spielen heute gegen Kiel, den Stand jetzt Tabellenletzten. Kiel mit 2 Siegen, glaube ich, aus 24 Spielen. Abgeschlagen ganz, ganz hinten. Ganz anders ja natürlich aktuell in Real Life, da spielen die oben mit. Deswegen, die Mehrheit von euch hat gemeint, jo, mach das. Das heißt, wir werden das ein oder andere Spiel gegen Mannschaften, die ein bisschen weiter hinten drin stehen, simulieren. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich weiterhin vor, pro Part auch schon ein Spiel auf jeden Fall mit euch gemeinsam zu erleben. Na, ganz klare Geschichte. Das heißt, ich denke mal, wir werden heute gegen Kiel simulieren. Wir werden heute gegen Aue simulieren. Und wir werden dann gegen den VfB Stuttgart das Match machen. Das ist ja dann der absolute Spitzenspieltag, den wir vor der Tür haben. So ähnlich hatten wir es ja auch schon im letzten Jahr sozusagen gemacht, als wir dann in der dritten Liga waren mit Magdeburg. Das soweit dazu. In dem Sinn, lasst mich nochmal ganz kurz reinschauen, aber wir haben so ewig Zeit. Ich glaube, naja, Simulation ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich werde die Top 11 daran lassen, Freunde. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Nehmen wir mal Schalt. Das Einzige, was wir tun könnten, wäre eventuell in den Back rein, aber auch das mache ich mal vorerst nicht, Freunde. Ich traue mich das nicht so ganz in der Simulation. Ich habe eh ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie das heute ausgeht gegen Kiel. Aber gut, wir werden sehen. Gehen wir es an, auswärts in Kiel. Scheiß Wetter normalerweise am Start, aber hoffentlich ein gutes Ergebnis. Die Kieler zuletzt mit einer 3-0-Niederlage gegen Stuttgart, unentschieden gegen Pauli, unentschieden gegen Duisburg. Also ich will nicht sagen auf einem guten Weg, aber zumindest mit dem ein oder anderen Punkt, den man da mal mitnimmt. Vergleichsweise mit 2 Siegen in 24 Games ist das schon fast eine Hochphase, die Kieler da gerade erleben. Aber gut, wir gucken mal rein. Halbzeit. Gleich durch, noch kein Tor gefallen. Pauli führt mit 2:0 gegen Dresden. Asemi kommt rein bei den Kielern. Und Asemi mit dem 1:0 für Kiel. Beck für Lohkämper, Bigalke für Türpitz. Ja, und dann haben wir das typische Problem, nämlich... oh, Kammerbauer macht sogar noch das 1:1. Ich wollte es gerade sagen. Das wird dann gleich mal die erste Simulation fast verlieren. Aber es gibt nur einen Unentschieden. Also 1:1. Kammerbauer wahrscheinlich mit einem seiner ersten Treffer, wenn nicht sogar dem ersten Treffer, den er da heute erzielt hat. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Ich gehe nochmal kurz rein in die Geschichte hier. Da müssten wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen durchtauschen. Die Frage ist nur, inwieweit. Ich glaube, ich nehme mal den Seidel raus. Und nehme mal noch jemanden wie den Schwarze hier mit rein. Schauen wir mal. Fortgeschrittene Verteidigung. Heinke nehme ich mittlerweile, glaube ich, auch mal. Soll ich Heinke rausnehmen, Jungs? Soll ich einen rausnehmen? Ich nehme ihn jetzt auf jeden Fall mal, naja, da haben wir auch nichts Krasses, was wir jetzt fördern müssten in der Defensive. Heinke ist halt schon so brutal unterwegs. Ich nehme ihn jetzt mal raus, bringe hier nochmal Hofstetter. Fortgeschrittene Verteidigung von mir aus 1,65 ist der nur. Und dann haben wir Marisic, den lasse ich da nochmal mit drin. Schwarze, Hofstetter, Lang, Bergmann, Marisic. Let's go. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. 74er Rating ja schon, ob man da jetzt eher so die neuen Talente fördern soll oder so ein Top-Talent, der aber halt schon bei einer 74 steht, ob man den nochmal weiter fördern soll. Schreibt mir das sehr gerne rein. Das heißt dann jetzt ein Vorsprung von 11 Punkten auf den VfB Stuttgart. Mal gucken, wie die spielen. Und dann haben wir die Partie gegen Aue und dann letztendlich das absolute Topspiel gegen Stuttgart, wo sich schon so einiges entscheiden kann. Ganz klare Geschichte. Werden wir gleich nochmal ein bisschen genau in der Tabelle anschauen. Ich stopp mal, dann können wir nochmal kurz trainieren. Und die Stuttgarter gewinnen. Dafür verliert Freiburg. Das heißt, wir haben Stand jetzt 8 Punkte
auf den VfB, 12 auf Freiburg und ganze 13 schon auf den FC St. Pauli, auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz sozusagen. Das ist natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Während jetzt scheinbar gerade erstmal eine internationale Pause stattfindet, Freundschaftsspiele der Nationalmannschaften stattfinden. Aber das ist doch schon mal ganz okay. Oh, let's go, Jungs. Okay, wir gucken mal rein. Wir schauen noch mal ganz schnell. Die Auer, die stehen auf Rang 13. Haben ja das letzte Spiel scheinbar gewonnen. 28 Punkte. Kiel durch den Punkt. Naja, ihr seht, die Unentschieden-Könige der Liga fast. Dresden ist der Unentschieden-König der Liga. Aber dann kommt schon Kiel. Dafür nur zwei Siege. Das ist schon krass. Könnte noch mal irgendwie ranfighten. 8 Punkte auf Heidenheim. Das ist schon auch krass. Das ist auch schon ein ordentlicher Rückstand. Aber mal gucken. Gegen Aue muss jetzt eigentlich ein Sieg her. Und ich glaube, das werden wir uns auch gleich nochmal im Kalender genauer anschauen. Während uns jetzt hier erstmal Erdmann verlässt. Okay, Wechsel zu Aue. Ziele sind gefährdet. Finanzieller Wachstum. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 15%, das stimmt. Erhöhe den Vereinszeit über 3 Saisons um 100%. Na gut, da können wir jetzt auf die Schnelle auch nichts gerade machen. Tim Schneider wechselt zu Thun. Okay, und Monatsbericht Jugendmannschaft. Gucken wir nochmal kurz rein. 59er Rating, 60er Rating, 53er Rating. Unsere drei Jugendspieler, auch das soweit okay. Und der Butzen möchte auf Leihbasis den Verein erstmal wechseln und Spielpraxis sammeln. Naja, gut. Ich glaube, wir haben gegen Stuttgart und Aue, ich glaube, das ist relativ nah beieinander, während Amang immer noch Spieler des Monats wurde. Ja, gerade mal 2 Tage Pause. Das heißt, ich werde mit einer auf jeden Fall etwas veränderten Elf heute gegen Aue in die Simulation gehen und dann mit einer relativen Top-Elf logischerweise ins Topspiel. Pressekonferenz lassen wir mal außen vor. Marisic beschwert sich, dass er nicht in der Startelf steht. Gucken wir mal rein, wie wir das Ganze angehen. Das heißt, ich glaube, ich werde Türpitz mal rausnehmen, werde mit Beck spielen. Charheit möchte ich auf jeden Fall gegen Stuttgart spielen. Das heißt, ich spiele mit einem Butzen und Eisfeld, nee, ich spiele da mit einem Bigalke. Und Eisfeld auf ZOM, Christiansen, Rota, da bringe ich Lappe für Rota. Schäfer, Heinke bringe ich Marisic. Linksverteidiger, Bergmann. Und sonst, glaube ich, lasse ich alles mal soweit. Heißt, eine etwas veränderte Startaufstellung, mit der wir die Simulation gegen Aue angehen werden, die dann hoffentlich erfolgreich wird, Jungs. Also, ich meine, wir können ja mal ganz kurz Worst-Case-Szenario. Ja, Stuttgart hat nur Unentschieden gespielt, glaube ich, oder? Der VfB spielt nur Unentschieden, das ist schon mal gut. Sonst hätte ich gesagt, wenn der VfB Stuttgart jetzt gewonnen hätte, dann stünde er bei 52 Punkten. Dann wären es nur noch 5 auf uns, wenn wir gegen Aue, sagen wir mal, verlieren sollten. Ne? Und dann hätte ja Stuttgart gegen uns gespielt und bei einem Sieg auch dann nur noch 2 Punkte Rückstand gehabt. Aber alles okay. Alles okay. Wir können sogar heute wieder wegziehen. Und wir spielen sogar auswärts in Aue, Freunde. Die zuletzt mit einem Sieg gegen Freiburg, ein Unentschieden gegen Nürnberg und ein Sieg gegen Düsseldorf. Also Aue relativ gut drauf in den letzten Wochen. Wir mit dem Unentschieden zuletzt gegen Kiel. Und wir liegen wieder hinten. Bertram in der 20. mit dem 1:0. Kiel gegen Dresden 1:1. Soweit da die Partie. Dresden jetzt mit dem 2:1. Röser macht die Bude. Und Bunyaku kommt rein. Christiansen mit dem Ausgleich. 51. Riecht das hier schon wieder nach einem Unentschieden, während Bergmann sich verletzt hat. Unser Linksverteidiger-Talent. So, die letzten 5 Minuten. Und es gibt wieder ein Unentschieden. Zweimal in Folge. Auswärts ein 1:1. Bei Abstiegskandidaten in der Simulation. Bisschen bitter, aber ihr seht, es ist am Ende Gott sei Dank nicht so viel passiert. 8 auf Stuttgart, 12 auf Augsburg, 12 auf Freiburg und so weiter und so fort. Dementsprechend, es geht schon einigermaßen klar. Und Bergmann ist hoffentlich nicht länger verletzt, Jungs. Das wäre natürlich eine bittere Geschichte. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal den Steiner mit rein. Warum denn eigentlich nicht? Dribbling und bla bla bla. Simulieren wir das Ganze nochmal. Mal schauen, ob einer den nächsten großen Fortschritt macht. Marisic geht hoch auf eine 70, sehr schön. Das ist wunderbar. Der Rest bleibt erstmal soweit gleich. Und dann gucken wir jetzt erstmal rein. Oh Gott, Jungs, bitte einmal Daumen drücken. Bergmann, Bergmann, Bergmann. 4 Wochen. 4 Wochen fällt unser Bergmann aus. Das heißt, unser Linksverteidiger-Ersatz fällt damit eigentlich, kann man sagen, ja nicht die komplette Saison aus, aber wir rechnen jetzt einfach mal bis zum 7. Mai. Also, er kann die letzten 3 Spiele maximal noch mitbestreiten. Ähnlich wie Amang. Ähnliche Ausfallszeit wie Amang. Bittere Pille, aber ja, so dumm es klingt, lieber trifft es natürlich jetzt so jemanden wie Bergmann, der nur Backup ist, als dass sich am Ende irgendwie nochmal einen Lowcamper oder so verletzt. Das wäre halt richtig bitter. Von dem her können wir da zufrieden sein. Schäfer ist auch nicht so ganz fit, aber das geht soweit alles klar. Beck nochmal raus, Türpitz rein.
Und dann, glaube ich, passt das. Dann haben wir so eine halbfitte Elf, mit der wir das Ganze angehen können. Ich glaube, damit können wir leben, Freunde. Ich glaube, damit können wir leben. Bigalke nehme ich nochmal mit für Beck, so leid es mir tut. Aber wie gesagt, Beck brauche ich gameplay-technisch leider nicht so wirklich spielen, Freunde. Das ist nicht so ganz so gut. Und dann passt das. Gut, Freunde. Dann haben wir jetzt ein bisschen simuliert. Auch wenn es am Ende leider nicht ganz so erfolgreich war. Mit zwei Unentschieden, aber besser als verloren. Wir gucken nochmal ganz kurz rein ins Büro. Werden diese Pressekonferenz nochmal mitnehmen. Ich werde mal einen einzelnen Spieler von uns loben. Ich nehme einfach mal den mit dem höchsten Rating. Das ist Türpitz. Unter anderem mit Niemeyer. Aber Türpitz hat sich's echt mal verdient. Hatte ja nicht so wirklich das Vertrauen gespürt von uns in der Anfangszeit der Saison, auch weil Amang einfach so brutal dann mit eingeschlagen ist oder jetzt am Ende der Saison mit in den letzten Wochen. Aber nichtsdestotrotz war er da, wo wir ihn gebraucht haben und macht seine Buden. Also da kann man sich nicht beschweren, Jungs. Auf geht's! Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich würde sagen, es ist heute so eine der Top-Chancen, ne? Und eine der, in Anführungszeichen, Endspiele. Wenn man schon, ich glaube jetzt 26., 27. Spieltag, ich bin mir gerade unsicher, wenn man da schon von einem Endspiel reden kann. Aber eines der Spiele, die natürlich der VfB Stuttgart, wenn sie denn noch auf Platz 1 schielen, gewinnen müssen. Heute ein Sieg für uns und es sieht verdammt nochmal gut aus. Bezüglich dem Aufstieg, dem Ziel, das wir eigentlich nie so ganz so wirklich hatten. Das sich irgendwie im Laufe der Saison ein klein wenig entwickelt hat. Aber ob wir das hinkriegen, das wird sich zeigen, Freunde. Das wird sich zeigen. Es ist angerichtet. Nicht so ganz so gutes Wetter hier. Bisschen bewölkt. Aber wenigstens kein Regen. Der erste gegen den zweiten. Und wir sehen es nochmal. Es ist wirklich der 27. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Fahnen werden geschwenkt. Magdeburg in den letzten 1,5 Jahren in einem absoluten Traum hier in FIFA, den sie leben. In Real Life ja auch aufgestiegen. An der Stelle natürlich auch an den ein oder anderen Magdeburg-Fan, der gerade mit am Start ist. Herzlichen Glückwunsch in Real Life zum Aufstieg mit ein bisschen Verspätung im Vergleich zu unserer Karriere, zu unserem Let's Play. Haben die auch den Aufstieg geschafft, freue ich mich drauf. Ich hoffe aber, dass der Club nächstes Jahr nicht auf Magdeburg trifft, sondern dass mein Club natürlich aufsteigt. Und dann darf gerne Magdeburg in Liga 2 machen, was die wollen. Von mir aus auch direkt nach oben in Liga 1. Hätte auch der ein oder andere wahrscheinlich nichts dagegen. Ihr habt es gerade gesehen, die beste Offensive der Liga gegen die beste Defensive der Liga. Ron-Robert Zieler gerade mal 18 Mal hinter sich greifen müssen. 18 Gegentore nur kassiert. Wir dafür mit 51 Toren in bis dato dann 26 Spielen. Das ist stark und Amang fehlt. Das dürfen wir nicht vergessen. So, wir sehen unsere Aufstellung soweit unverändert. Christiansen, Rotha wieder auf der Doppel-6. Davor Eisfeld und Scharheit und im Sturm natürlich der Herr Lohkämper und der Herr Türpitz. Das soweit also unsere Aufstellung. Ich bin gespannt, wie der VfB auflaufen wird. Ob man da vielleicht eine etwas offensivere Variation und Formation vor allem gewählt hat, um uns gleich von Beginn an unter Druck zu setzen. Oder ob dann doch der Respekt der Schwaben vor uns zu spüren ist. Das werden wir gleich sehen. Also, Ron-Robert Zieler im Kasten, den gilt es heute zu überwinden. Johnny, Bigas, Kaminski, Pavard in der Verteidigung. Askasiba, Tarasov auf der Doppel-6. Werner, Ofori, Akolo davor und dann im Sturm Donis. Also, ja, könnte schon ein Ticken offensiver sein. 4-2-3-1. Mal schauen, wie sich das Ganze dann anfühlt. Auf geht's, Jungs. Anstoß in der zweiten Liga. Das Topspiel ist damit angepfiffen und mal gucken, was das heute wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich noch so ein bisschen schwere Beine aufgrund der Partie gegen Kiel, die vor 2 Tagen stattgefunden hat. Bisschen komische Planung da im Kalender, die wir vorgefunden haben. Aber können wir nichts machen, müssen wir durch. Und heute heißt's, ich sag mal, das Ziel gegen den VfB Stuttgart, die natürlich eine ganz andere individuelle Qualität haben als wir. Da muss man auch drüber quatschen, ganz, ganz logisch. Aber das Ziel ist es heute hier nicht zu verlieren. Also ein Unentschieden zu Hause gegen den VfB und ich wäre auch zufrieden. Allerdings Donis hat was dagegen. 6 Minuten auf der Uhr, super Dribbling. Und der VfB Stuttgart führt mit 1-0 und das ist das dritte Spiel in Folge. Das dritte Spiel in dieser Folge heute, in dem wir mit 1-0 hinten liegen. Wunderbar da vorbei, da gehe ich ins Leere und dann macht Donis das überragend. 1-0. 9. Tor von Donis, der VfB Stuttgart mit dem absoluten Traumstart, Freunde. Gerade spreche ich es an, in Unentschieden, ich wäre zufrieden. Und was passiert? Wir kriegen gleich das Gegentor und spielen so einen Pass. Bisschen verunsichert. Also, da müssen wir jetzt gegen ankommen. Der VfB Stuttgart legt los wie die Feuerwehr. Und wir haben jetzt ordentlich was zu tun. Türpitz versucht gleich mal anzuschieben. Der Ball ein bisschen ungenau, aber war trotzdem eine gute Idee, die wir da hatten. Werner, schön von Chahed.
Johnny, der VfB Stuttgart drückt gleich. Will vielleicht direkt zum zweiten kommen. Donis wieder. Ofori. Werner über links. Werner ist verdammt schnell. Einmal aufpassen. Flanke in die Mitte. Und Niemeyer mit all seiner Erfahrung wunderbar den Ball zum Keeper zurückgeköpft. Und wir versuchen gleich wieder anzuschieben, Freunde. Und das sieht sogar relativ gut aus. Türpitz jetzt vielleicht mal. Sucht da in der Mitte nochmal Lohkämper. Der Ball wieder zu und genau auf Chahed. Aber wir kriegen da die ein oder andere Lücke. Und Pavard jetzt mal mit dem Fehler. Chahed abgelegt. Türpitz wartet. Türpitz findet Lohkämper. Und der gräbt da kräftig unter den Ball. Der geht dann doch einiges über den Kasten drüber. Schade. Trotzdem guter Ansatz da von Lohkämper. Viertelstunde auf der Uhr. Wir kommen so langsam rein in diese Partie, was die Offensive angeht. Tarasov mit dem Fehler. Nächste Möglichkeit, schnell anzuschieben. Türpitz, guter Ball auf Chahed. Chahed sieht wieder Türpitz. Da haben wir ihn noch gelobt in der Pressekonferenz. Und dann macht er in der 18. Minute das wichtige 1:1. Türpitz, der Mann, auf den man sich verlassen kann. Nicht gespielt, wir haben es eingangs angesprochen, nichtsdestotrotz nie aufgesteckt. Und in dieser Phase der Saison, wo wir ihn brauchen, da ist er da und da lässt der Zieler keine Chance. Der, ich würde sagen, verdiente Ausgleichstreffer, den wir hier erzielen. Mittlerweile das 7. Tor schon von Philipp Türpitz und so lange steht er noch gar nicht in der Startelf. Also, diesen Anfangsfehler, dieses Anfangs 0:1 wieder ausgemerzt. Wir sind wieder zurück, es geht wieder von vorne los. Und wie angesprochen, so ein Unentschieden. Nicht, dass ich auf Unentschieden spiele, aber damit wäre ich insgesamt am Ende dann eigentlich schon zufrieden. Aber vielleicht geht ja auch mehr. Wir können natürlich auf der anderen Seite heute auch einen Riesensprung machen. Nächste Möglichkeit, Eisfeld. Flanke, gut, Lohkämper kommt nicht ran. Hinten lauert nochmal Lohkämper. Das war gar nicht Lohkämper in der Mitte. Das war wieder Türpitz und Zieler. Die sind unkonventionell ab nach außen. Es gibt den Einwurf. Haben wir gut unter Druck gesetzt. Nächste Möglichkeit, Türpitz. Türpitz, oh, schönes Dribbling, hat jetzt natürlich auch das Selbstvertrauen, der war ein bisschen zu riskant gespielt. Gleich wieder das Pressing, stark gemacht von Heinke. Trotzdem der Ball wieder bei den Gästen. Johnny, gut von Chahed. Oh, wo war der denn hin? Das war so nicht geplant. Werner, Ofori, auch ein guter junger Mann. Rota, kommt nicht so ganz in den Zweikampf, fehlt da ein bisschen die Spritzigkeit, aber er beißt, er fightet. Ofori auf Askasi. Bar. Oh, unglücklich. Ofori. Donis. Und dann ist Bruns da. Reagiert Gott sei Dank am schnellsten. Somit ergibt sich da keine zweite Chance für die Männer in Schwarz. Christiansen. Niemeyer. Kann man ein bisschen anschieben. Niemeyer. Lohkämper. Guter Ball auf Türpitz. Der wartet. Der findet Chahed. Chahed. An die Latte. Riesenmöglichkeit. In der 32. Minute und Chahed prügelt das Ding an die Latte, an den Querbalken. Schade. Wieder gut von Türpitz, gut verzögert. Die Viererkette ist nicht nah genug da, der Stuttgarter. Und wir kriegen da also die zweite richtig klasse Chance. Wieder Türpitz. Eisfeld. Oh, wenn er den noch nach vorne noch durchstecken kann, tut er nicht, aber holt ihn sich wenigstens wieder. Kämpferische Leistung heute überragend, meiner Meinung nach. Also wir sind hier super in den Zweikämpfen. Das Einzige, man sieht es auch da wieder, was so ein klein wenig fehlt, sind die Genauigkeiten. Die technischen Fehler, die haben wir heute ein bisschen mit im Spiel, aber alles gut. Solange wir fighten, will ich mich nicht großartig beschweren. Ofori, bisschen unglücklich da. Werner. Und dann ist es Eisfeld, der ihn nicht wegbekommt. Und Ofori mit der guten Chance wird dann nochmal geblockt. Askasiba, Ofori auf Werner. Brunst hat ihn. Kurz vor der Pause die Stuttgarter nochmal mit einer ordentlichen Drangphase hier. Runder Ball. Abgelegt von Bigas. Können wir so ein bisschen draufschieben. Johnny, der Spanier. Schön gemacht von Türpitz. Also auch nicht zu schade, defensiv da die Zweikämpfe zu führen. Macht einen super Eindruck, der Türpitz. Donis schiebt nochmal an über die linke Seite. Flanke in die Mitte, kommt rein. Brunst aber ohne Probleme. Lohkämper, Türpitz wieder. Gut den Ball da vorne festgemacht. Kriegt die nächste Chance. Türpitz dann ein bisschen zu nah. Pavard auch ein absolutes Top-Talent, das die Stuttgarter da in ihren Reihen haben. Gutes Allrounder-Talent für die Verteidigung. Niemeyer stark. Ganz, ganz stark. Guter Ball. Eisfeld. Oh, Lohkämper kriegt den auch noch gespielt. Türpitz mit der super Verlagerung. Christiansen im Doppelpass. Der nicht ganz genau ist, weil wieder Pavard aufpasst. Und damit gehen wir rein in die Pause. Ein 1:1.
Nach 45 Minuten hier in Magdeburg. Ein Ergebnis, mit dem wir mehr leben können als die Stuttgarter, wobei auch die damit nicht ganz unzufrieden sein werden. Und wir gucken mal auf die anderen Plätze. Da muss ich gleich husten, das tut mir leid. In dieser englischen Woche Augsburg gegen Düsseldorf 1-0 und Duisburg führt in Regensburg ebenfalls mit 1-0. Und damit gehen wir jetzt rein in den zweiten Durchgang. 6. Minute Donis, 18. Minute Türpitz. Das die Torschützen in der heutigen Partie an diesem 27. Spieltag. Mal gucken, was hat der VfB Stuttgart hier noch vor? In Durchgang 2. Da kriegen sie auf jeden Fall keine Chance von uns geschenkt, Gott sei Dank. Bisschen ungenau rausgespielt, auch da. Wir haben scheinbar aktuell ein bisschen das Problem, dass wir in der Anfangszeit nicht so wirklich gut aufgestellt sind. Das merkt man immer wieder. Deswegen auch öfter mal, ja, die Tatsache, dass wir 1-0 hinten liegen, relativ schnell zu Beginn. Da sind wir irgendwie, da fehlt so ein bisschen die Konzentration in den Anfangsminuten. Dafür werden wir dann von Minute zu Minute besser. Lohkämper probiert es artistisch. Schade, klappt nicht ganz. Christiansen. Eisfeld, guter Ball. Roter, stark gespielt. Oh, und dann gerade noch so geklärt von Kaminski. 54 Minuten auf der Uhr. Erster Wechsel scheinbar beim VfB Stuttgart. So schaut's aus. Akolo verlässt da erstmal die Partie. Der Mann mit der 21 kommt rein. Und das ist der Herr Green, Julian Green. Also mit von der Partie. Ex-Bayern und Hamburg-Spieler, glaube ich, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Bayern auf jeden Fall. Hamburg bin ich mir ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall auch durchaus ein Talent, dass da jetzt mit reinkommt. Niemeyer, gut gespielt. Kein Abseits, Eisfeld. Türpitz, warte, Türpitz findet leider erstmal keinen, aber über Umwegen. Und dann ist die Chance da und Lohkämper trifft auf Spitzenwinkel. Am Ende nur den Pfosten. Wunderschön gespielt. So, nächster Wechsel. Tadasov raus beim VfB und der Kapitän kommt rein. Ist das Hasebe? Ist das Makoto Hasebe? Und es war übrigens eine Abseitsposition, also wäre eh abgepfiffen worden. Ja, Hasebe von Frankfurt, also in Liga 2 zum VfB Stuttgart gewechselt. Kommt jetzt in die Partie und wir kriegen die nächste Chance fast. Gut dazwischen von Chahed. Ermöglicht den Stuttgart dann somit nicht gleich den Konter. Ich gehe auch mal rein, wir werden auch mal ein bisschen was tun, wobei ich relativ zufrieden bin. Ich bringe mal Bigalke und ich bringe mal Schwede. Bigalke mit Türpitz im Sturm. Das heißt, wir haben Stand jetzt keinen einzigen gelernten Stürmer auf dem Feld mehr stehen. Aber ich traue das den beiden da vorne durchaus zu. Türpitz kann ja Stürmer zumindest spielen. Ich glaube, Bigalke nicht so wirklich, aber auch das kriegen wir mit ihm hin in FIFA. Donis wartet auf Mitspieler. Findet die und Brunst ist da und dann ist der Ball nicht drin. Was eine Aktion. Bisschen komisch, wie sich das hier alles zugetragen hat. Aber am Ende gibt es Gott sei Dank nur den Abstoß. Der VfB Stuttgart mit der Riesenmöglichkeit hier das 2-1, die erneute Führung zu erzielen. Chahed macht er ordentlich. Chahed probiert den langen Ball genau in dem Moment bleiben wir stehen, aber der wäre eh nicht angekommen. Schade. Gut gemacht, Kammerbauer, zuletzt ja getroffen, gegen Kiel, Kammerbauer, abgelegt, oh, und der ein bisschen ungenau, Bigalke kommt leider nicht ran, Green, da ist Ofori, hoher Ball, was ist Torball, Ball nach oben, so rum, gut dazwischen von Schäfer, oh, und dann der schlechte Ball, aber Ofori kriegt ihn nicht, wir holen zumindest den Einwurf raus, 20 Minuten noch auf der Uhr, hier am 27. Spieltag gibt es noch einen Sieg. Für den VfB, Schrägstrich für uns, oder bleibt es am Ende bei diesem Unentschieden? Das ist die Frage, die sich alle hier stellen, Freunde. Das ist ein bisschen ungenau, was ich jetzt da spiele. Der VfB Stuttgart allerdings genauso. Bei der Mannschaft nicht mehr so ganz konzentriert bei den Bällen. Jetzt allerdings die Riesenchance und Brunst hat den. Es ist immer wieder dieser Donis, der diese gefährlichen Spielzüge einleitet. Durch seinen super Dribbling und natürlich auch durch seinen super Antritt, den er da am Start hat. Auf den sollten wir ein Auge werfen. Vielleicht auch ein Kandidat, falls wir aufsteigen sollten und der VfB Stuttgart nicht. Gefällt mir richtig gut, was der da veranstaltet. Da ist er wieder, Donis. Oh, bisschen unglücklich, rennt in den eigenen Mann. Green über die Seite, Brunst ist da und passt da nochmal gut auf. Kontermöglichkeit. Oh, bleiben am Schiedsrichter hängen, bittere Geschichte. Hasebe, das wäre eine super Chance gewesen. Pavard, wieder Ofori. Chahed probiert mal direkt den langen Ball. Bigalke setzt sich durch. Gut gemacht. Schwede. Guter Ball auf Türpitz. Bigalke läuft. Bigalke. Oh, das war einer zu viel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich beim ersten schon durchkomme. Unsere Zaubermaus, der Bigalke. Wahnsinn.
Der deutsche Messi, so haben wir ihn benannt, beziehungsweise der Messi der dritten Liga. So hatten wir ihn damals betitelt, als wir ihn gekauft haben. Aufpassen! Donis mit dem 2:1. Da stehen wir eigentlich besser drin in diesem Zweikampf, aber Donis interessiert das nicht. Doppelpack von ihm. So ein bisschen aus dem Nichts. So gefährlich sah die Chance da gar nicht mehr aus. Weil da wirklich Heinke im Zweikampf eigentlich ist. Und dann macht Donis den aber rein. Ich dachte, wir klären den. Aber Donis kommt als erster an den Ball, nimmt den Volley. Ich glaube, der war sogar noch leicht abgefälscht. Dementsprechend unhaltbar für Brunst. Und damit müssen wir jetzt reingehen. Letzter Wechsel, 10 Minuten vor dem Ende. Ich bringe nochmal einen Butzen für Charhead und stelle den nochmal in den Sturm. Allerdings Bigalke dann auf 10. Machen wir es mal so. Also, alles da vorne. Gibt es hier das dritte Spiel in Folge, das dritte Spiel auch noch in einem Part, das wir nicht gewinnen können. 2 Unentschieden gegen Aue, gegen Kiel. Und jetzt also vielleicht die Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Was um Gottes Willen alles andere als ein Weltuntergang wäre. Der VfB Stuttgart, eine super Mannschaft, die super dasteht. Aber ich will halt ungern verlieren. Ich glaube, das wollen wir alle. Dementsprechend werden wir hier natürlich auch nochmal alles nach vorne werfen. Christiansen probiert den Ball. Der kommt gut. Türpitz wartet, Türpitz findet, aber dann ein bisschen zu nah an den Keeper getragen. Zieler hat den. Die letzten 5, totaler Angriff. Wenn nicht jetzt, wann dann? Werner, Julian Green über die Seite. Oh, gut drüber gechippt, aber der Ball ist Gott sei Dank im Aus. Wir kriegen nochmal die Chance. Mal gucken, wie lange Nachspielzeit sein wird. Pavard verlässt erstmal die Partie bei den Gästen. Beck, ein erfahrener Mann. Für den Flügel kommt rein. Beck, da ist er gleich mal im Zweikampf, holt sich den. Ofori, oh, den müssen wir gewinnen. Das wäre wichtig gewesen. Werner, spekulieren da ein bisschen. Werner, Ofori, Flanke kommt rein. Gut geklärt, Niemeyer, das war nicht gut geklärt. Es gibt nochmal die Ecke. Wie lange Nachspielzeit? 3 Minuten gibt's oben drauf. 3 Minuten nochmal Vollgas geben. Aber dafür brauchen wir erstmal den Ball. Askasi, Bart, Johnny mit dem Fehler. Schwede, das ist kein Abseits gewesen. Bigalke, Schwede, guter Ball. Türpitz, da muss jemand mittun, da tut jemand mit. Aber der ist zu ungenau. Askasi, Bart kann klären. Und damit ist es amtlich. Wir verlieren zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 2:1. Das Topspiel. Meiner Meinung nach im zweiten Durchgang waren wir gar nicht so schlecht, der VfB, aber ihr seht es auch, immer mal wieder mit guten Chancen. Und dann der Donis, der heute den Unterschied gemacht hat. Ich würde sagen, das geht auch durchaus in Ordnung, dass die Stuttgarter hier 3 Punkte mitnehmen. Bittere Geschichte, aber müssen wir mitleben. Nichtsdestotrotz sieht es soweit gut aus. Auf den anderen Partien ist ja nichts passiert. Weiter beide Partien 1:0. Das ist auch dann das Endergebnis zwischen Düsseldorf-Augsburg und Regensburg und dem MSV Duisburg. Und damit wagen wir jetzt mal einen Blick auf die Tabelle. 5 Punkte Unterschied auf den VfB. 9 auf Augsburg, 12 auf Freiburg, die allerdings noch ein Spiel weniger haben. Heißt, die könnten auch auf 49 kommen. Das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Es ist nichts Dramatisches passiert, um Gottes Willen. Aber so ein Unentschiedener wäre halt so wichtig gewesen gegen den VfB, um die da wirklich auf Distanz zu halten. Und die Freiburger gewinnen auch. Also, das ist aktuell der Stand der Dinge, Jungs. In der zweiten Liga. Stuttgart aber nur mit einem... Nee, die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Heißt, stand jetzt sogar nur noch 2 Punkte hinter uns. Uff. Und wir haben das Topspiel gegen Bochum, sehe ich da gerade. Das ist ein Topspiel, Jungs. Das ist ein absolutes Topspiel. Mit 12 Niederlagen, die Mannschaft mit den meisten Niederlagen von allen. Oh, schaut euch mal diese Tabelle an. Nürnberg bis Duisburg. 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften mit 33 Punkten. Tordifferenz von 0, dann minus 3, minus 4, minus 5 und minus 8. Und dann kommen 32, 31 und 28 Points. Also von Platz 9 bis Platz 16. 17 nehme ich mal nicht mehr mit rein. Ist hier noch alles drin. Das ist ja der Wahnsinn, diese zweite Liga. Und oben fighten aktuell, würde ich sagen, Pauli, Freiburg und Augsburg um Platz 3. Stuttgart will an uns ran und wir wollen da oben Meister werden. Das sind so jetzt mal die Geschichten. Krasse Tabelle in Liga 2. Das ist ordentlich. In dem Sinne, Jungs, würde ich sagen, war es das weit von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst soweit nichts. Und dann sehen wir uns vielleicht später im Livestream. Ein bisschen Panini-Sticker öffnen, ein bisschen gemeinsam über Fußball quatschen, Champions League anquatschen, FIFA zocken. Und dann bin ich bis um 8 oder so auch wieder off.
weil dann ist ja Liverpool gegen die Roma. Morgen wird es ähnlich sein. Da werden wir auch bis Bayern gegen Real kommen. Streamen. In dem Sinn, schreibt mir gerne in die Kommentare auch nochmal, was die neuen Ziele angeht. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so krass drüber quatschen. Wir wollen jetzt natürlich innerhalb der letzten 6 bzw. 7 Spiele noch wirklich den Aufstieg dann packen. Das wäre ein Ding. Der Durchmarsch in Liga 1. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.